Ja, hallo, Spielgrade von 1975, Michael Franks, super Jazzmusik vom Allerfeinsten. Kann man bei Stephen King bestellen, sehr, sehr schöne, chillige Platte. So, hi, hallo bei My Soundbook. Meine Freunde sagen mich immer, Carlo, warum machst du denn so einen Scheiß? Ich mach den Scheiß, weil ich einfach HiFi liebe. Ja, bis ich nicht jemand finde, der vielleicht ein bisschen fotogener ist als ich und ein bisschen Ahnung haben hat von HiFi und High-End und Kabel. Also Anfragen gerne an mich richten. Ich habe nicht immer die Zeit. Klar habe ich manchmal die Lust, die Videos zu machen, aber ich habe nicht immer die Zeit. Heute geht es um ein wirklich nerviges Thema, aber auch wichtiges Thema und für viele absolut unwichtig. Also sicherlich für die breite Masse. Wir haben heute in der Welt ganz andere Probleme, als uns mit HiFi-Anlagen und Verbindungskabel und so einen Scheiß zu beschäftigen. Wenn ich das mal so Berliner Schnauze frei sagen darf. Ich muss aber jetzt meine Brille aufsetzen, verzeiht mir. Aber wenn ich Michael Franks höre, habe ich immer gute Laune. Ja, momentan passiert auch sehr viel bei My Soundbook und an die Hersteller, die noch jetzt auf ihre Social Media Werbung warten, wartet mal ab, ihr kriegt eure Social Media Werbung, seid geduldig. Es geht alles seinen Gang. Auch wir hatten Personalausfälle, Personalprobleme und momentan ist es auch so in der Branche, dass es momentan ein bisschen ruhig ist. Viele Produkte sind erst Ende 2023 geliefert worden und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich unabhängig jetzt von den Geräten noch einen völlig anderen Kosmos und das sind immer die so berühmten Kabel. Und wir wollen uns heute über Netzkabel, ja, was bringt denn der Scheiß, ja? Ich meine, sowas finden wir schon, ja, das ist natürlich, die sind natürlich mit billigen Kupfer, sowas finden wir schon, also sogenannte Kaltgeräte, ja, was ja eigentlich hier eigentlich kein Kaltgerät ist, aber die gibt es also hier mit 2 Pol, mit 3 Pol ist dann die Masse drin und die findet man schon bei Monitoren in der PC-Welt, ja. Hier wird natürlich das billigste Kupfer benutzt, was es überhaupt gibt. Ja, so, also, dann gibt es noch die ganz, ganz dünnen, die kennt ihr auch mit den ganz dünnen Stecker, das sind so für die ganz frühen HiFi-Anlagen, wisst ihr auch, das waren tolle HiFi-Anlagen früher, die hatten dann noch diese rot-schwarzen Lautsprecherklemmen, die man so reindrücken musste, da musste man das nackte Kabel reinschieben, Horror, ich habe das alles mitgemacht, 70er, 80er, 90er Jahre, der Horror. Heute sind wir natürlich bei den meisten HiFi-Händler auf einem ganz anderen Level. Also, die Dinger, wenn ihr jetzt nicht eine 30 Jahre alte Anlage habt und Lautsprecher, wo ihr sagt, Mann, die Lautsprecher, keine Kohle, kein Bock, mich mit HiFi zu beschäftigen, meine HiFi-Anlage reicht aus, dann könnt ihr natürlich auch sowas benutzen, denn auf teure Netzkabel zu umzusteigen, das wird euch nicht mehr viel bringen, es sei denn, ihr seid auch bereit, ein bisschen was an der Verkabelung zu machen, an den Verbindungskabel hinten bei euren Receiver, Verstärker, was auch immer ihr da habt.
weil wir versuchen ja auch mit diesem Channel, das kann ich immer wieder sagen, nicht nur HiFi-Freaks abzuholen, sondern insbesondere Laien. Und Laien, die können gar nicht nachvollziehen, weil es gibt immer wieder Radio-, Fernsehmechaniker, Nachrichtentechniker Techniker und Entwickler, die sagen, sowas reicht vollkommen aus. Vollkommener Bullshit. Weg damit. Braucht keine Sau. So, dann haben wir schon etwas dickere Kabel. Sowas finden wir schon in guten Geräten. Ja, sowas wie Denon, Marantz, selbst in einem Akkufas ist ein hochwertiges Kabel drin. Und je nachdem, was das für Manufakturen sind, ob das jetzt Burmeister, Denon, Marantz, Yamaha, was auch immer, haben die natürlich wesentlich bessere Kupferkabel drin, sind etwas besser abgeschirmt, haben vielleicht noch drin eine etwas bessere Abschirmung wegen Einstreuung und so weiter. Und das sind so die meisten Dinger, die man damit reinpackt, ja. So, das ist zum Beispiel für einen Netzfilter von der Firma Kesis, super solides Kabel, reicht vollkommen aus. Am Netzfilter braucht ihr jetzt nicht unbedingt jetzt da die super teuren Kabel, es sei denn, ihr seid irgendwelche Freaks, die sehr, sehr teure Anlagen zu Hause zu stehen haben, aber einen super teuren Kabel, einen guten Netzfilter, also ich glaube nicht, dass da... Also die Anlage muss extrem so hochwertig sein, dass man das raushört. Vielleicht im Bassbereich. So, also das sind so das Gängige. So, next one. Und wenn wir uns im Netzkabelkosmos bewegen, gibt es viele Hersteller, die wirklich tolle Netzkabel produzieren. Und auch zu erschwinglichen Preisen. Das muss man sagen. Also... man kriegt von bestimmten Herstellern auch gute Netzkabel, ich sag mal, zwischen 200 und 300 Euro. Vielleicht auch zwischen 100, 150 und 200, aber ihr müsst aufpassen, dass das Kupfer, was drin ist, nicht eine Mogelpackung ist, sondern nur das Kabel von außen gut verarbeitet, edel aussieht, aber innen drin habt ihr den gleichen Kupferblödsinn mit ein bisschen mehr Sauerstoffgehalt, vielleicht kein super reines Kupfer und so weiter. Ja, denn auch in den Verpackungen der Hersteller benutzen die nicht immer das beste Kupfer. Ja, das benutzen sie, wenn überhaupt, benutzen sie das in den Geräten selbst, bei den Platinen, bei Verbindungsstücken, bei technischen Zusammensetzungen von irgendwelchen Komponenten. Aber bei Kabel versucht man natürlich in der Regel zu sparen, es sei denn, es sind hochwertige audiophile High-Ender, die können sich das nicht erlauben, also da die selektieren schon und gucken, aber meistens sind auch die Kabel, die da dazu beigepackt werden, nichts Besonderes, besser als der andere Standardkram auf jeden Fall. Aber, wenn ihr aber, und nochmal zum Aber, gute Kabel haben wollt, zum Händler geht, gibt es eine Firma, die habe ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren entdeckt, gibt es die Firma Via Blue. Die machen sehr, sehr gute Kabel für mich in Deutschland von der Verarbeitung, von der Optik. Das ist, und von der Haptik, nicht weil ich für die Schleichwerbung mache, ich werde ja auch über andere Kabel sprechen, aber die sind wirklich top verarbeitet. So sieht eben hochwertiges Netzkabel aus. Allein die Stecker sind zusammengeschraubt, haben hochwertigen wie soll man sagen, so eine Art Gummi, so fest sich hier fast wie Kautschuk an. Die Ummantelung ist sehr, sehr hochwertig gemacht, sind verschiedene Materialien. Ich kann euch das mal zeigen. Es ist ungefähr, die haben also, das ist X40 hier, hat 3x4 mm Querschnitt und das sieht dann so aus. Guckt euch mal, wie komplex das ist. Ja? Also ihr könnt mal auf der Seite von Via Blue raufgehen und euch das angucken. Und die haben also so einen Softmantel aus speziellen Materialien, von Kunststoffen bis Stoffen, also sehr, sehr hochwertig gemacht. Ja, fässt sich an wie extrem hochwertiger, stabiler Teppich an. Ja, also da kann man mit einem Panzer rüberfahren und alles brandschutzsicher. Sehr, sehr edel gemacht, auch vom Design. Optisch, verarbeitungstechnisch top. Kommen aus Malsch, deutscher Hersteller. Verwenden das beste Kupfer, was sie kriegen können in Deutschland. Alles in Deutschland verarbeitet zu 100%. Und die machen alles selber.
Ja, Phase OFC-Kupfer versilbert sogar. Also die OFC-Kupferphasen sind versilbert. So viel, so sieht ein hochwertiges Netzkabel aus der Marke Via Blue. Das ist das X40. Mittleres Segment liegt circa bei 540 Euro. Ist natürlich eine Stange Geld. Die haben die Preise angehoben. Ich glaube, letztes Jahr, ich weiß nicht, ich glaube, das Ding lag mal bei 499, bin mir nicht sicher. Aber es gibt das X25. Ist eine Etage drunter, auch Topkabel. Ja, und das liegt so zwischen 300 und 400 Euro. Müsst ihr mal auf die Seite von ViaBlue gehen und mal da anfragen. So, und warum reiße ich das Thema heute an? Es ist wirklich interessant zu rauszuhören, was so eine Netzkabel überhaupt am Klanggeschehen an deutlichen Mehrwert bringen können. Ja, und das habe ich insbesondere rausgehört bei solchen Via Blue Kabel, aber ist klar, kein Mensch kauft sich ein Kabel für 200, 300 Euro oder 500 Euro für ein Netzkabel, wenn sein Verstärker gerade mal 1000 Euro oder 1500 Euro gekostet hat. Ja, so. Und insofern muss das alles im Verhältnis sein. Da wird euch auch der Fachhandel beraten. Ich denke mal, alles so, was Richtung 3000 Euro geht, ob das jetzt ein Verstärker ist, ein CD-Player oder vielleicht eine andere Quelle, eine Vorstufe, eine Endstufe oder ein guter Streamer, gibt es ja auch gute Streamer so ab 2000, 2500, 3000 Euro, kann so ein Netzkabel einen deutlichen Mehrwert sein. Aber Achtung, wenn die ganze Anlage mit ziemlichen Standardkabel verkabelt ist, dann wird so ein Netzkabel auch nicht viel dazu machen. Ja? Also es ist schon wichtig, dass ihr auch die Laien wisst und sagt, nee, ich habe schon gute Kabel dran, ja, ich habe schon ein bisschen Geld ausgegeben für meine Kabel und ich habe schon eine gute Anlage dran, dann lohnt sich auf jeden Fall mal so ein ViaBlue-Netzkabel komplett Verstärker an den Verstärker, an den CD-Player oder an den Streamer komplett dann alles von einer Firma machen. Ja, nicht mischen, ja, versuchen auch Kabel nicht zu mischen. Es sei denn, die eine Firma macht nur Lautsprecherkabel und haben keine Netzkabel im Programm. Aber ich vermeide zu mischen, weil vermeiden zu mischen heißt auch verschiedene Klangcharaktere. Ja, das eine Kabel ist aus reinem Silber, das andere ist alles Kupfer, das andere ist gemischt, das andere ist ein Billigkabel, das Lautsprecherkabel ist vom Meta. Also versucht, möglichst alles von einem Hersteller, und wo es sich wirklich lohnt, fremd zu gehen, das ist meistens Netzkabel und Lautsprecherkabel. Die haben auch sehr, sehr gute Lautsprecherkabel im Programm, die Firma Via Blue. Und das Thema ist also kein Hokuspokus. Sicherlich klingen Netzkabel nicht, aber doch. Wenn man eine vernünftige, hochwertige Anlage hat, ich konnte das klar heraushören, aber wir haben ja auch geschulte Ohren. Also wir in der HiFi-Branche haben ja vielleicht eine bestimmte Platte 100 Mal gehört und dann wissen wir ganz genau und sagen, oh wow. Also man kennt ja seine Lautsprecher auch sehr gut, sagt, oh wow, das ist ja jetzt noch viel sauberer. Die Konturen sind besser, der Bass ist ein bisschen schwarzer, der schwabbelt nicht mehr. Ja, also hängt auch davon ab, wie der Strom in eurem Haus, Wohnzimmer ist. Und wenn man schon ein bisschen Geld für eine HiFi-Anlage ausgegeben hat, sagen wir mal zwischen 5.000 und 10.000 Euro, dann sollte man schon an einem Stromfilter denken und auch an Netzkabel. Was kann ich noch dazu sagen? Ich rate Netzkabel auf jeden Fall, weil das Ganze, auch immer achten auf die Polung, wenn ihr das alles mit gutem Netzkabel verkabelt habt, wenn man das so nennen darf, oder angeschlossen habt, dann habt ihr wirklich, ich kann es leider nicht erklären, aber ihr habt einen etwas entspannteren Sound. Ist einfach so.
Ich kann es nicht erklären, warum, weil alle Techniker sagen, das ist alles Quatsch, Kupfer ist Kupfer, Silber ist Silber, Leitung von Mikrovolt, so und so viel, Messungen ergeben so und so viel, auf 1 Meter, auf 2 Meter, 3 Meter, Induktivitätsspannung ist so und so viel, die wird sich da und da auch nicht verändern und so weiter und so weiter. Ja? Ist aber nicht der Fall, weil wir wissen, das ändert sich auch öfters auch an Lautsprechern. Ja? Lautsprecherkabel sind nicht gleich Lautsprecherkabel. Und insofern kann ich nur jedem empfehlen, mal sowas mal ausprobiert zu haben. Also, Netzkabel könnt ihr aber bei ViaBlue anfragen, gibt auch andere Hersteller. Aber ich denke auch insbesondere im Fachhandel sollten dieser Marke Made in Germany mal eine Chance geben, weil das ist ein absoluter Geheimtipp unter Insidern. Und ab einer gewissen Preisklasse lohnt sich schon, da ein bisschen Geld zu investieren. Und wenn ihr da zum Händler vielleicht 1, 2, 3 Pärchen kauft, dann kriegt ihr auch mit Sicherheit hier und da einen interessanten Rabatt. Und dann habt ihr erstmal eine vernünftige Grundversorgung. Ja? Also Hokus Pokus ist das nicht. Und es kann auch sein, dass wenn ihr eine hochwertige Anlage habt, ja, es gibt so Kunden, die haben seit 20, 30 Jahren, vor 20, 30 Jahren sich eine Akkufassanlage gekauft beim Händler und sind einfach auf Kabel und Netzkabel nicht beraten. Und da steht die Anlage seit 10, 20 Jahren im Regal, eine hochwertige Anlage, ob das Macintosh ist oder eine alte Burmester oder mal eine gute alte Marantz-Anlage oder was auch immer. Ja, da steht auf jeden Fall auf neue Netzkabel und Kabel mal ausprobieren. Ihr könnt eure alte Anlage nochmal deutlich 10-15% mehr Musik- oder Klangqualität mehr rausholen. Das war's eigentlich für heute. Auch wir, was ViaBlue betrifft, die haben jetzt auch ganz edle Designs rausgebracht für Kabel. Ja, neue Preislisten könnt ihr da anfragen. Top-Hersteller, was Netzkabel betrifft, einer meiner Favoriten. Und guckt euch mal an, was da für ein Aufwand ist. Ja, also das ist nicht einfach ein bisschen Kupfer und ummantelt, sondern je nachdem, für welchen Querschnitt ihr euch entscheidet oder für welches Produkt, ist der Aufwand immer größer. Ne? Und auch natürlich auch die Preisklasse und die Verarbeitung. Ja. Jo. Das war's. The Art of Tea. Das erste Mal habe ich die gehört vor ca. 25 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Also, was alt ist, muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber mit Netzkabeln, da kann man vielleicht noch mal was mehr machen. Tschüss.